Herzlich willkommen, liebe Bierfreunde. Ja, moin moin zu einer neuen Episode der Testoleros. Ja. Was er sagt. Ja. Heute testen wir das leckere helles Landbier aus Niederbayern, Landbrauerei Georg Schneider und Sohn. Ziemlich süffig gebraut, nach alten Familien sieht ja gut aus. Also hat er, ich staune, Enrico hat es gekocht, hat sich darum gekümmert, ich staune, scheint tatsächlich gut zu sein. Naja, manchmal ist es so. So, Prognose? Also ich würde sagen, das schreit schon nach Silber. Auf jeden Fall. Denke ich auch. Kann man hier aus Niederbayern? Oh, die Bayern. Das wird interessant. Georg Schneider und Sohn, Landbrauerei. Ziemlich süffig gebraut nach alter Familientradition. Heimische Rohstoffe aus dem Gäuboden und der Hallertau. Helles Landbier. Wir haben hier ein Zertifikatsymbol. Geschützte geografische Angabe. Bayerisches Bier. Hm? Also, nicht jedes Bier kann sich bayerisches Bier nennen. Das ist klar. Schneiders helles Landbier, ursprünglich charaktervoll und rein wie seine niederbayerische Heimat. Aus 100% bayerischen Rohstoffen, handwerklich traditionell im Familienbetrieb in sechster Generation gebraut. Unverkennbar seine strohgelbe Farbe, schauen wir mal, sowie sein erfrischend süffiger Geschmack aus blumigen Hopfenaromen und dezenter Malznote. Landbier, wie sich's gehört, oder ein echtes Schneiders Imd. Prost. Gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot von 1516. Gerstenmalz, Wasser, Hopfen. Ey, da bin ich ja mal. Was ist das denn? Ist das der Heilige Gral, der Kelch oder was ist das da? Richtig. Im letzten Video haben wir das total leckere Oettinger Pils getrunken. Könnt ihr euch mal angucken, das Video. Ich hab das schon ausgegeben. Ich hab das schon weggebracht, die Flasche. Oder wahrscheinlich haben wir so einfach. Das ist mir auch aus Versehen. Naja, okay. Auspacken oder wegpacken? Na, auspacken auf jeden Fall. Auf jeden Fall denke ich auch. Flaschenoptik. Ah, ich finde top. Sieht schön aus. Ich mag auch so die Flasche vor, die Flaschenform mag ich. Nicht so lang. Ja, die sieht schön kompakt, ne? Farblich ist das, ja, schon, also, das spricht mich halt an. Schöne Bilder drauf, eine Kirche, bisschen Getreide, Weizen hier, Baum. Ist auch kein Mann drauf. Ne. 3 oder 4 Punkte. Ich würde da schon 4 Punkte geben. Also das hat echt ein gutes, rundes Gesamtkonzept. Augensucht oder Augenflucht? Tja, schauen wir mal. Wo ist denn hier der Thor's Hammer? Ah, ja, immer noch würdig, ey. Der fette Thor war ja auch noch würdig. So. Glück, glück, glück. Doch wirklich ein Bierglas? Ist doch egal, oder? Hauptsache, wir sehen die Flüssigkeit. Okay, also da muss ich nochmal mit dir reden. So, mal, der Schaum kommt natürlich nicht zur Geltung, aber er ist da. Ich darf aus der Pulle trinken, danke. Der ist auf jeden Fall gut richtig aus, schön entspannt. Sieht wirklich gut aus. Schön klar, wir haben hier Kohlensäure. Schön mit Goldgelb. Kriegt direkt Durst. Also ich würde sagen, volle Punktzahl. Aber jedenfalls nicht zu beanstanden. Der Schaum geht, kommt hier halt nicht so rüber. Aber er bleibt und bleibt und bleibt. Ja, ist das Allerschönste, was du dir vorstellen kannst? Was soll da jetzt noch schöner geben? Ich weiß es nicht. Also, dass der Schaum vernünftig bleibt, dass da eine schöne Krone das ist. Das Glas zeigt dir, so wie das so. Quatsch, ja, sicher. Guck dir mal, wie clean das ist. Da kriegst du doch nicht mal eine ordentliche Schaumkrone hin. Das heißt, du fängst gleich von hier unten an. Du hast das mal gelernt. Ja, aber doch nicht in sowas. Du hast ja jetzt versagt. 3 Punkte eingezogen. Mhm. Ich hätte 4 hier. Gaumen lieber oder Gaumen lieber? Mal gucken. Prost. Naja. Prost. Mhm. Hatten anfangs einen sehr, sehr
was soll man sagen, grünen Geschmack. So kommt sofort so die grüne Wiese rüber, wenn man das mal bildlich betrachten möchte. Brumia Hopfen, dezenter Malz, würde ich sagen. Mhm. Erfrischend süffig im Geschmack. Sehr würzig. Wo ist denn jetzt? Ja. Schmeckst du nicht die Kräuter? Die Wiesenkräuter? Blume. Sonnenblume, Spray, Mohn. Mir schmeckt das gut. Mir schmeckt das auch gut. Das ist ein richtig schönes Landbier. Da schmeckt man richtig die Natur. Ja? Wiesenkräuter. Charakter fehlt mir ein bisschen. Das Landbier ist halt nochmal mild. So viel halt. Das Landbier von Mönchshof, was wir auch schon mal getestet haben, könnt ihr euch mal anklicken. Das schmeckt mir auf jeden Fall besser und das ist so ein bisschen kräftiger. Das ist nicht so mild. Naja, das geht mehr in eine andere Richtung, das ist richtig. 9 Punkte oder was? 7? Also ich würde denen doch schon 10 geben. Moment. Special Points? Ich muss mir das mal anlehnen, ich kann nicht mehr. Es war anstrengend mit Rico. Naja, auf jeden Fall ist es eine Familien. Ja, Tradition gibt schon mal einen Punkt. Brauerei und so, ja. Ist den Preis noch? Nee. War bestimmt nicht billig. Nee. Ja, kannst du so in Richtung 1 Euro verorten, denke ich mal, so in der Dreh. High Class. Kann ja mal googeln. Du hast ja da gerade einen Kasten zu leer gehabt, da musst du damit drauf sehen. Ach so, das ist es. Jetzt habe ich den weggeschmissen. Ist ja hinterm Tisch, oder? Schnelles Helles? Nee, Schneiders Helles. So. Ah, 1,39. Eieiei. Ne? Naja. Okay. Ich meine, was willst du erwarten? Das ist halt eine Privatbrauerei, Familienbrauerei. Ja, für Newtet Bier kann man das schon mal aussehen. Ja. Ist ja auch nicht so, dass man sich davon eine Kiste kauft, man trinkt das mal. Das sind teilweise so einen kleinen Einschlag Richtung. Ja, ich würde jetzt nicht gerade Kristall sagen. Das ist eine Beleidigung. Deshalb würde ich es ja auch nicht sagen. Aber es hat schon, geht schon in eine andere Richtung. Ein Punkt, ja. Ein Spezialpunkt. Ja. Deutsche Dreieinheitsgebot. Ja. Uwe. Sind wir noch nicht so weit. Ist da noch ein Witz? Na. Bockwurst. Alter. 50 Cent ist mit bei. Hey. Der spielt da eine Rolle. Okay, nehmen wir mal die Bockwurst. Zwei Iren, John und Sean, wollen am Samstagabend ein Trinken gehen. Als sie ihre Finanzen überprüfen, stellen sie fest, dass sie zusammen noch 50 Cent besitzen. Mhm. Ja. Nicht genug für einen feuchtfröhlichen Abend. Plötzlich hat John eine Idee. Er geht mit den 50 Cent in eine Metzgerei und kauft eine Bockwurst. Sean will ihn gerade für total bescheuert erklären lassen, als dieser sagt, lass uns mal zusammen in einen Pub gehen. Wir bestellen 2 Pints. Wir trinken aus, dann gehst du vor mir auf die Knie, öffnest meinen Hosenschlitz und ziehst die Bockwurst, die ich in der Tasche habe, raus und nimmst sie in den Mund. Du wirst schon sehen, was passiert. Die beiden gehen in den Pub, trinken 2 Pints, Sean geht vor dem anderen auf die Knie und fängt an, die Bockwurst in den Mund zu nehmen und daran zu lutschen. Der Wirt sieht das, ist total sauer. Raus aus meinem Pub! Solche Sauereien dulde ich nicht in meinem Laden. Raus, und zwar sofort. Die beiden gehen raus, John sagt, und? Haben wir bezahlt? Nichts. Rein ins nächste Pub. 2 Pints austrinken, Bockwurstnummer, sofortiger Rausschmiss. Wieder nichts bezahlt. Nach 12 weiteren Pubs lallt Sean John an, ich kann nicht mehr. Erstens bin ich total besoffen und dann tut mir die Knie weh. Du kannst dir nicht vorstellen, wie mir die verdammten Knie wehtun. John antwortet, du und deine scheiß Knie, was soll ich denn sagen? Ich habe nach dem 6. Pub die scheiß Bockwurst verloren. Digga. Oh, nee, Alter. Ah, gut. Oh Mann, Junge. Das
das für Witze? Ja. Du kannst hier nur irgendeinen kurzen machen. Na, das war doch bestimmt ein kurzer. Bockwurst. So. Na, ich glaube, den kann man jetzt nicht mal toppen. Nee, auf keinen Fall. Naja, so viel dazu. Okay. Den nächsten Flachwitz gibt es beim nächsten Mal. Dann gibt es noch einen Bierfakt von mir. Den haben wir noch nicht ausgetrunken. So, Bierfakt. Nummer 1. Geht doch ganz schnell. Weltmeister des Bierkonsums. Was denkst du, wer das ist? Wer trinkt am meisten Bier? Die Ungarn oder die Tschechen. Deutschland ist Weltmeister im Biertrinken. Könnte man meinen. Ja. Vor allem, wenn man gerade auf der Wiesn ist. Stimmt aber nicht. Den höchsten Pro-Kopf-Konsum an Bier haben die Tschechen mit 181,9 Litern pro Jahr. Also vom 2020 ist das Ganze. Ob das Oktoberfest mit seinen ca. 6 Millionen Litern Bierkonsum nun mitgerechnet wird oder nicht, ändert nichts daran, dass Deutschland mit 92,4 Litern pro Person und Jahr nur auf Platz 5 der Biertrinkertabelle landet, hinter Österreich, Polen und Rumänien. Was ist denn da los? Deutschland hat 92,4 Liter und der Gewinner Tschechien hat 181,9. Der Doppelte. Ja, ist der Doppelte. Oh. Ist peinlich. Trink mehr Bier. Ah, okay. Ist ja i. Wir müssen zusehen, wir müssen da alle gemeinsam ran. Ja, wir wollen uns doch den ersten Platz wieder zurückholen. Auf jeden Fall. Uwe. Uwe? Ich hab kein Uwe. Ist okay. Also, ist gegensätzlich zum Export von Oettinger schmeckt das mit jedem Schluck immer besser. Das, Wecke-Faktor 0, nehme ich an. Ja. Das sieht ja sehr gut aus. 18 und 4, 22. Silber, hohes Silber, oder? Silber, hohes Silber. Ja, Silber gibt es bis 23. Schon mit vorzüglichem Geschmack und recht ansprechenden Aussehen. Jedoch bist du dir bewusst, dass es noch Luft nach oben gibt. Ein Gebräu für gute Kumpel. Herzlichen Glückwunsch. Sehr gut. Schneiders Helles Landbier. Macht weiter so. Sieht sehr gut aus. Ich hoffe, dass ihr euch noch weitere mindestens 6 Generationen haltet. Ja? Also. Und dann? Was ist noch der 6? Na, dann geht's weiter. Ach so, dann gibt's die 7. also. Na, ja, ja. Wir sind in der 6. Generation. Ach so, sind jetzt in der 6? Ja. Ach so. Ja, ich auch. Ja. Auf die nächsten 6. Ja. Gut. Bis dahin machen wir schon mal ein Foreshadowing. Shreddering. Ja, also Enricos Lieblingsbier trinken wir jetzt. Ach, hör auf. Was wird das denn? Ach, ich weiß schon, was das wird. Alter Schwede, hier kannst du selber ranteasern, das Ding, das mag ich nicht. Trink das, das ist viel besser. Rostocker, das Bier der Hanseseel beim nächsten Mal. Unbedingt wieder einschalten, wenn wieder heißt, Nico trinkt Bier.